Hallo, ich gehe jetzt durch den Prozess durch. V-Ray, Maya, Substance zu connecten und fange dort an, wo wir gestern aufgehört haben, dass ich bei unserer Eulenszene, wo wir gelernt haben, die gut zu beleuchten und uns auch die Basic-Parameter vom Shading. Ich rendere den noch kurz, drücke auf Rendern, das funktioniert eigentlich immer extrem stabil, also da gibt es eigentlich nie Probleme und so. Gut, ich habe meine Eule und damit wir ein bisschen auch sozusagen eine Sache, wie man irgendwie das meiste rausholen kann aus Substance, ist entweder mit unterschiedlichen Materialien arbeitet. Also beim Importen von Objekten ist Substance. Ich will dann zugreifen können auf unterschiedliche Sachen, auf IDs. Ja? Und deshalb habe ich mit der Eule was gemacht, dass ich sie gesplittet habe. Einfach nur als Übungsbeispiel bin ich erst dann hergegangen und habe die UVs, das wäre jetzt irgendwie sozusagen, wenn ich ein Modell habe, ich stelle mir vor, ich sehe einen Charakter und der hat einen Gürtel und der hat verschiedene Props, die irgendwie dran sind, irgendwie, und die sind irgendwie als extra Modell. Also ich würde so arbeiten, dass ich das nicht irgendwie zusammen combine auf ein großes Mesh, sondern dass ich die Teile, die er irgendwie hat, als eigene Teile mache. Also man muss sich da ein bisschen auseinandersetzen mit, was ist im selben UV-Shell, wenn es alles im selben UV-Shell ist. Oder wenn es in unterschiedliche UV-Shells sind, dann würde ich jedem Ding, was auf einem UV-Shell ist, ein anderes Material geben, bevor ich nach Substance exportiere. Also alles, was sich ein UV-Shell teilt, kriegt einen Shader und hat ein eigenes Material in Substance drüben. Also das ist irgendwie wichtig und gut zu verstehen, wie die connected sind. Ich gebe dem jetzt auch kurz im Hypershade ein Material, das ich auch benahme, weil das ist dann auch drüben in Substance das Ding. Könntet ihr mir einen riesigen Gefallen machen? Ich gehe da total schnell durch. Könntet ihr mir, während ich das irgendwie präsentiere, die Aufmerksamkeit geben? Dann bin ich auch konzentrierter. Das ist sehr nett. Dankeschön. Gut. Ich gebe den Material und ich nenne das jetzt Au. Okay. Und das ist jetzt auf der Eule drauf. So, schaue ich kurz, das Au ist auf der Eule drauf. Gut, ich kann das anwählen, das Aural Split. Ich habe sie nur gesplittet, damit man, ihr werdet sehen, damit ist es echt cool, IDs zu baken, sehr einfach. Export Selection als FBX, Aural Split FBX. Ich habe das gestern im Prozess schon gemacht, deshalb liegt die da, aber ich overwrite sie. So, das ist jetzt meine Aural Split. Und ich gehe rüber nach Substance. In Substance gehe ich File New, selecte mein Mesh. Aural Split, lade es rein, okay. Ich habe, aha, er hat jetzt da, das kann man schon, ah, okay, haha, jetzt weiß ich, warum er das macht. Ich mache das nochmal den Prozess, weil er nennt es 101. Er nennt es deshalb 101, weil er eingestellt ist auf UDIM Tiles. UDIM ist eine extrem starke, powervolle Technik, wie ich mit mehreren UV-Shells, wo ich irgendwie, man arbeitet eigentlich maximal heutzutage mit 4K-Maps, würde ich sagen, auf 8K geht man nicht drauf, weil die eigentlich sehr zu heavy sind sozusagen. Aber wenn ich mehr Texture Space brauche, dann kann ich mit UDIMs, muss man sich anschauen, UDIM ist einfach die Technik, wo ich einfach mehrere UV-Dinge auch für ein Objekt, das ist alles so ein bisschen, also das schalte ich aus, weil dann werdet ihr sehen, heißt der Shader, der jetzt reinkommt, nicht 101, sondern Aul sollte der heißen. Don't save. Jetzt heißt der Aul. Das ist ein sehr bisschen. Also da muss man sich mit. Was ich zuerst gebe, bevor ich Materialien vergebe, muss ich das Objekt baken. Das ist jetzt den Standardschritte in Substance. Da ist mein Texture Baking, Bake Mesh Setups. Das Spezielle, weil das sind ja unterschiedliche Objects, die ich habe, dass ich unter IDs reingehe hier. Und hier das Switche auf Mesh-ID oder Polygroup. So. Und er baked mir die Ambient Occlusion, er baked mir die Curvature, die Heatmap. Ich erkläre kurz, während er das macht, was das ist. Das sind sozusagen auch ähnlich wie bei diesem Denoiser, sind das sozusagen sind das Channels. Die kann ich mir dann auch, jetzt muss ich die richtige Taste, das ist die Color-ID. Also er hat mit diesen IDs erkannt, die Objekte, die ich vorher separated hatte, als so extra Objekte. Und was ich jetzt mehr machen werde, dass ich denen unterschiedliche Materialien gebe. Das sind unterschiedliche
Maps, die hier gebaked sind. Das ist, glaube ich, steht irgendwo, ist die Curvature. Curvature ist, er tastet ab, wo was stärker gebogen ist und wo das nach innen konkav und konvex sozusagen ist und tastet die Curvature ab. Position ist, glaube ich, ja, gleich jetzt nicht. Thickness ist, glaube ich, für so SSS-Effekte oder so, wo die Sachen dünner sind, schreibt er das schwarz an. Normal Map sieht man nicht viel, World Position Normal ID und Ambient Occlusion. Ambient Occlusion wird auch als Dirt Map bezeichnet. Das gibt es auch im Rendering und ist sozusagen dort überall, wo Ecken sind. Ist ähnlich wie Curvature, ein bisschen anders, dass sich sozusagen dort Dust, es nennt man auch als Dust Map bezeichnet, dass sich dort irgendwie Schmutz anlagert. Und wenn man jetzt irgendwie so Dirty Maps irgendwie natürlich um die geht, dass man natürlich. Und mit diesen Sammlung an unterschiedlichen Informationen, die V-Ray sich vorgebaked hat, kann man jetzt. Ich brauche die Layer, die habe ich, glaube ich, hier runtergeschoben. Hier sind die Layer. Kann ich jetzt diese tollen Presets und wenn man V-Ray, in dem Fall Substance User ist, dann gibt es auch das Substance Source. Das ist eine Bibliothek, die sie online haben und da gibt es auch zig unterschiedliche Materialien. Also ich erkläre jetzt ein bisschen so die Prinzipien von Substance. Und das sind natürlich, sieht man, das ist jetzt nicht nur Rust, der irgendwo liegt, der sich, sondern irgendwie reinlegt in die Kurven und der sozusagen gleich eine sehr organisch und richtig ausschaut. Und ja, der Schritt ist, dass früher hätte hier ein Texture Artist händisch irgendwie reinpainten und ein großes, auch ein Verständnis haben müssen. Und diese Substance Materials, die man da hat, sind dann, die macht man auf und kann sie sehr, wo ist man? Ah, hier sind die Properties wahrscheinlich. Hier ist die Color, das ist alles ein bisschen sehr zusammen. Also ich kann diese Base Materials, die ich mir runterladen kann, oder also es gibt manche hier in der Library, oder ich lade sie runter und ich kann die dann auch ziemlich modifizieren. Das ist der Schmäh in Substance, dass ich sagen kann, ich schaue gerade, ob ich diese Dirt, da muss man sich natürlich mit Substance beschäftigen, aber dass ich eigentlich Basic Textures nehme, hier ist der Rust Mask, ja, genau, dass das alles, ich das nachher noch eintunen kann. Also ich nehme so ein Base Material und tune mir das da irgendwie her, eine kleine User Experience, wir machen viel Produktvisualisierung, auch für sehr straighte Sachen, die nicht auf unserer Homepage online sind. Meistens für Red Bull sind das Kühlschränke, Eiskübel, also wirklich cleane Renderings. Es ist da auch extrem wertvoll, sich da diese Curvatures und diese kleinen Abnutzungserscheinungen auch für neue Produkte, also auch wenn ich diese Kamera, wenn die neu auf den Markt kommt, ich mache das Product Rendering dafür, aber auch so ein bisschen was von Eckensachen ganz leicht rein, gibt auch neuen Produkten. Also man kann die heftige Rüstung machen mit dem Voll-Rust natürlich, das ist aber nicht alles, was man braucht, sind Raumschiffe mit heftigem Rust-Zeug, aber auch das hat sehr, sehr geholfen, einen Realismus auch für fotorealistische neue Produkte reinzubringen, dass du eben Sachen, die gerade in der Curvature ein bisschen einen Unterschied in der Spiegelung und in der Materialeigenschaft hast. So, ich ziehe jetzt ein weiteres Material entweder drauf, ein Old Iron, und ich ziehe das drüber, puff, und dann sieht man eigentlich nichts mehr von dem Rusty Material, was drunter war. Das ist jetzt, das kann man alles nachschauen. Add Mask with Color Selection. Pick Color, Bingsy Wingsy. Nächstes Material, Jade. Add Color Selection, Pick Color, Flingsy Wingsy. Steel Paint. Das muss ich maskieren, also es geht immer mit Layern, die bekommen eine Maske, ich könnte auch eine schwarze Maske drauf tun und die dann händisch mit einem Pinsel maskieren, aber es gibt die Maske mit der Color Selection, die wir jetzt schon dreimal gesehen haben, die ich dann picken kann, da zeigt ihr mir dann ab, zack, das an, warum kann ich nicht rotieren, oder, achso, jetzt habe ich irgendwie zufällig gepickt. Also, und es gibt natürlich tausende Arten, wie ich da jetzt irgendwie in Substance cool arbeiten kann, aber grundsätzlich finde ich Substance irgendwie ein Tool, was einfach wo, von den Presets, man lebt halt extrem stark von diesen tollen, enorm lässig schon ausschauenden Presets, die hier zum Beispiel irgendwie die Curvature wahrscheinlich verwenden, um die Abnutzung an den Kanten irgendwie von dem Lack irgendwie zu zeichnen. Ob das jetzt schick ist oder nicht, sei dahingestellt, aber wir können uns kurz merken, wie die Eule hier ausschaut, weil
hier geht es geht um Ins, Inputs und Outputs. Beim Input habe ich jetzt profitiert von dem Baking, von den IDs. Und es geht natürlich um Look Consistency, dass ich hier den Look, wenn ich jetzt die Shader rüber, das sind Materialien und das sind komplett unterschiedliche Materialien. Ich könnte auch, ich lasse das jetzt so, aber einfach um zu zeigen, mit einem Mausklick kriege ich halt unterschiedlichste, ich könnte auch ein Leder irgendwie drauf tun oder irgendwas, ja, das ist alles hier drinnen. Und Look Consistency, dass wenn ich jetzt rübergehe nach Maya und V-Ray, dass das dort genauso oder ziemlich genauso dort ausschaut. Es ist natürlich das Licht dort anders, aber ich will nicht, dass das Rot da drüben irgendwie dann nur so blassrot ist und dass die Details, weil gehen wir davon aus, dass ich hier rumgepaintet habe und das so eingestellt habe, dass das genau der Bumpmaps die Höhe so anschlagt, wie ich sie haben will. Also nicht irgendwie, ich will nicht, dass diese Sachen dann total flach ausschauen. Also ich will, dass das von allen Materialeigenschaften, die ich hier habe, ich glaube, die kann man auch sich anzeigen lassen. Ja, hier, Base Color, Metalness, Roughness, Height. Das sind sozusagen die unterschiedlichen Aspekte oder Passes, die ich hier durchradeln kann. Die will ich exakt gleich jetzt rüberkriegen. Und deshalb gibt es beim Exporten, Export Textures, hier Presets, die sehr angenehm sind, die ich offen habe, die auch für andere Renderer, hier ist Arnold zum Beispiel, Corona ist ein Renderer, Redshift sehe ich hier in der Liste und alphabetisch geordnet ist V-Ray hier unten drinnen. Ja? Ich habe ein eigenes V-Ray MMM, sozusagen das hat nur den Unterschied zwischen V-Ray, man sieht im Configurator, sieht man irgendwie was, ich muss auf das Setting gehen, V-Ray. Achso, hier sehe ich die Settings und das ist das V-Ray Setting, wie es mit Substance normalerweise kommt. Das haben die vorher eingestellt. Da schreibt er genau, was er mit welcher Map, wie er die behandelt und auch wie er die Curves, die Grading-Kurven bearbeitet. Muss man sich nicht darum kümmern, ist alles für uns gemacht. Der Unterschied zu dem Ding ist, dass sich da ein paar Sachen, die man nicht verwendet, wie Emissive, Translucency und Height Map, die verwende ich nicht, irgendwie für normale Standard. Deshalb habe ich eine abgespeckte Version mit der Ink. Da habe ich einfach weil Emissive ist die Glow Map sozusagen, Translucency ist die Opacity und Height wäre Displacement. Ihr seht, Naming und Übersetzungen braucht man entweder für das ganze Spiel und die brauche ich nicht. Ich brauche Diffuse, Reflection, Glossiness, IOR und Normal, um Standardmaterialien zu erzeugen. Der Pfad stimmt noch nicht, den FH Hagenberg 3D Maya Source Images Owl Split habe ich gestern schon in Ordner. Ich mache deinen eigenen Ordner, Owl Split 2. Und Export. Ich kann hier die Größe angeben. Hier, ich habe jetzt in 2K gearbeitet, ich gehe rauf auf 4K, ich lasse mir gute, richtig viele Details drinnen und ich könnte auch 8K, wie gesagt, sie schreiben auch Experimental hin, es ist wenn man wirklich sehr nah an Objekten ran und sehr viel Details braucht, dann muss man das im UV-Layouten beachten und da ist sich reinlesen über UDIMs und UDIMs funktionieren sehr easy, also es ist wirklich kein großes Ding, du hast dann mehrere Shells, kann man sich anschauen, ist online gut dokumentiert, wenn man High-Resolution Maps braucht. Jo, jetzt schreibt er. Na, ich lasse ihn da. Und das ist praktisch, weil er sagt, Export finished with some warnings, die sollten aber passen, das sollte kein Problem sein. Und er sagt, Open Folder. Und ich lasse mir gleich den Folder anzeigen. Das ist jetzt irgendwie der Owlsplit 2 Folder, den ich erzeugt habe mit diesen Maps, die da so ausschauen. Diffuse, schaut aus wie ein japanischer Krieger oder so. Glossiness, Height Map, aha, warum ist die doch mitkommen? Egal. IOR, Normal Map, die immer mit den lustigen drei Farben, RGB-Farben, die sich kombiniert immer zu diesem Violett, aber eigentlich der Computer kann es aufsplitten zu drei unterschiedlichen Farbkanälen. Genau. Height Glossiness. Die Height haue ich weg, die war jetzt da doch drinnen. Das ist für, wenn ich mit Displacement arbeite, ich lasse sie drinnen, vielleicht schauen wir uns nachher Displacements noch an. Displacements sind so ein bisschen ein eigenes Thema, was man eigentlich auch nicht ständig verwendet, weil die Displacement brauchst du ja eigentlich nur, wenn du Sachen an der Kontur siehst, dass dann die Sachen raus und Normal Maps arbeiten extrem gut für alles, was ich irgendwie am Objekt sehe, kann ich wirklich mit der Normal Map das meiste machen.
So, warum ist das praktisch, dass dieser Ordner mir angezeigt wurde? Weil ich Layout mir das dann immer so, jetzt tue ich da die Fenster weg und habe Maya da. Und dass ich das nicht alles über Files reinladen muss, das geht auch auf Windows genauso gut, dass ich nicht connecten File, irgendwas nehme ich, diese Texturen, ziehe sie rein und alle Texturen sind in Maya schon richtig geladen. Dann wähle ich alle meine Objekte, Texturen hier an und gehe hier auf Input und Output, auf dieses Hackerl, was nur den Viewport hier verändert und habe das irgendwie gut untereinander gestackt. Wobei die Hate, die kann ich mal auf die Seite schieben. Wir haben uns vorhin die Dokumentationsseite von V-Ray Substance angeschaut und es sind Diffuse und Reflection gehören zusammen. Glossiness, IOR und Normal sind auch irgendwie eine Gruppe, wie man hier sieht. Deshalb mache ich das kurz hier in dem Layout schon irgendwie richtig, dass ich sage, wo ist die Reflection und die Diffuse, die sind Geschwister, und IOR, Normal und Glossiness gehören zusammen. Gut. Jetzt, das Coole ist, dass das Naming total passt. Und das, da hat sich sozusagen Substance das gut gemacht und nicht irgendwie, ich muss es nicht übersetzen, sondern das ist das V-Ray Naming, was jetzt Substance geschrieben hat. Ich brauche echt nur schauen, so mache ich es dann auch noch. Diffuse ist hier Diffuse Color. Mittlere Maustaste, reindragen, Pan. Reflection ist hier Reflection Color. Mittlere Maustaste und verbunden. Glossiness ist auch hier die Glossiness, die Reflection Glossiness, mittlere Maustaste und hier reinziehen. Die Normal Map, die ist weiter unten. Die IOR, das ist die Fresnel-Kurvenkrümmung, die ist gelockt in V-Ray mit der Refraction IOR, damit das ein physikalisches Material ist. In dem Fall macht man das aber auf, man will eine eigenständige mit dem den IOR-Regler offen haben und kann diese IOR steuern. Das, die Denke dahinter ist, dass wir gestern gesehen haben, die sich entweder ein Metall, das Fresnel, hier ausschalten kann und dann ist es ein vollspiegelndes, nach allen Seiten vollspiegelndes Metall. Ja? Oder ich lasse es eher an den Rand sich zurückziehen, wie bei Leder oder Holz oder so, dass es eher nur am Rand irgendwie glänzend ist, aber frontal diffus irgendwie sich nur zeigt. Und dadurch, dass es den IOR-Kanal da irgendwie mit, kann das extrem gut steuern, wie sich, ob das ein voll reflektierendes Metall ist, dann wird das dann wahrscheinlich der Wert ganz weiß sein und das wird dann als 20 oder als hohe Wert interpretiert und so ist das eigentlich steuert das eigentlich die Reflection Intensity und das Verhalten der Reflexion über den IOR, deshalb ist der ziemlich smart eingesetzt da. Ich stelle die Bump Map auf Normal Map Tangent Space um und ziehe hier die Normal Map rein. Jetzt sind die Shader richtig connected. Auch das kann man sich skripten und automatisieren. Aber es ist gut, das mal händisch gesehen zu haben. Ja? Weil immer alles, man muss händisch wissen. Und über das kann man natürlich, weil es immer dieselben Sachen sehen. Und Skripts gibt es da, die das automatisch den Owl-Shader mit seinen Owl-Sachen connecten. Das nächste, was man sich automatisieren kann, aber was ich trotzdem herzeige, was wir gesehen haben, ist das Umstellen des Color Spaces. Man kann das entweder hier machen, dass man die auf RAW hier umstellt. Ich habe das jetzt gerade aber disabled. Ich mache es über die Attributes V-Ray Texture Input Gamma. Das, was hier als Gamma bezeichnet wird, das ist das, was sozusagen das RGB wäre. Das passt so. Also ich brauche das bei Diffuse und Reflection, brauche ich das Attribute von V-Ray Texture Input Gamma nur aktivieren und das hier so lassen. Das ist das. Da ist ein bisschen ein Naming, das muss man wissen, dass da hier könnte stehen, man kann auch auf das sgRGB switchen, aber das passt in der Standardeinstellung, aber man muss es machen, man muss es drauflegen, das ist eine Farbkorrektur, die dann wirklich passiert dadurch, also es ist nicht nur, dass es, was man bei den anderen macht, ist, dass sie die Glossiness, Attributes, V-Ray, Texture, Input, Gamma auf Linear umstellt. Attributes, V-Ray, Texture, Input, Gamma, Linear. Linear. Und das ist dasselbe, man hätte es auch anders machen können, über eben hier da oben, die auf RAW und die anderen auf, ich glaube, das weiß ich jetzt nicht ganz, also man kann es über beide Arten, man muss sie Color managen und man kann es entweder mit V-Ray Color managen oder mit dem Maya. Es gab übrigens früher, bevor es das gab, musste man sich, kleiner Blast from the past, irgendwie ein, wie war das?
Gamma-Correct-Node irgendwie machen. Das gibt es auch. Hat dann eine Gamma-Correction mit einem Maya-Node und die noch dazwischen gehängt zwischen Textur und Shader irgendwie. Das war sozusagen der Oldschool-Way, das zu machen. Und das war dann sehr praktisch, dass man das so V-Ray dann diese Texture-Ding eingeführt hat und dann Maya das auch irgendwie integriert hat. Und wenn man das Maya automatisieren will, dann habe ich, das zeige ich nicht her, aber die Automatisierung von dem, das sind natürlich viele Klicks, die natürlich lästig sind beim großen Projekt, und das kann man über dieses Enable Kernel Management sich, Maya muss man sich dann selber so schreiben, dass es das richtig interpretiert und das Color Management dann automatisch, wenn ich solche Maps lade, dann stellst du die schon irgendwie in die richtigen Kanäle ein. Okay, ich glaube, das war eigentlich diesen bösen Bereich Color Management relativ schmerzfrei dargestellt. So gut habe ich es noch nie hinkriegt, sage ich ganz ehrlich. Ja, ich sehe, es schaut es ist richtig ankommen, schaut natürlich im Viewport nicht richtig aus. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, dass ich das rendere und er da auch vielleicht ein bisschen braucht. Das machen wir es anders. Ich rendere es hier. Und ja, also ich sehe, dass es natürlich nicht hundertprozentig ident ist, liegt daran, dass ich eine andere Lightmap verwende, aber man sieht schon, irgendwie die Details sind da, die Bumpmaps sind da, die Farben stimmen richtig und ich kann es eigentlich doch ziemlich mit dem vergleichen. Ich meine, es haben sich Leute auch in Tutorials sozusagen angetan, dann auch noch das Ganze, wie du müsstest denselben Light-Dome verwenden. Wenn du dasselbe hier im Hintergrund von Substance, du kannst den Substance, finde ich, weiß nicht, ob ich es jetzt gerade finde, kannst du auch unterschiedliche, auch um dieses Modell liegt in Substance ein Light Dome, eine GI-Map, eine HDR-Map herum, und wenn man dieselbe, und die findet man natürlich in der Bibliothek von Substance, und wenn man die dann in Maya auch ladet und die richtig und gleich einstellt, dann kriegt man sogar einen ganz identen Look irgendwie hin, den wir jetzt nicht haben, weil das Licht anders ist. Aber das ist der professionelle Standardweg, um V-Ray und Standard zu Maya zu connecten. Und das ist es. Yay! Ja? Ja. Das müsste theoretisch jeder, der mal gearbeitet, müsste es selber einrichten. Ja, also ich gestehe, dass ich selber gerade das erst irgendwie beim Einrichten und über das automatisierte Color Management, das fange ich gerade erst selber bei uns an, weil mir das Rumklicken jetzt wirklich schon schwer am Geist geht. Und ich da, es gibt hier die Option, dass du dieses Color Management, wenn du es dann irgendwie eingerichtet hast und irgendwas so wie Raffle sagt alles, was Reflection ist, und bei mir, das ist eben auch am Windows-PC, das, was eigentlich das Wichtigste wäre, dass ich ihm sage, dass er, was er mit denen dann macht, dass er die nämlich auf RAW oder auf wie er die interpretiert. Ich kann aber dieses ganze, ich habe es eh schon aufgesetzt, und ich kann es hier unten Export. Ich kann es exporten und dann bei anderen diese Settings bei einem User, aber es muss dann quasi bei jedem Rechner, der neu, weil es ist, das passiert immer, wenn dann neue Texturen geladen werden, dass dann eigentlich das via Skript drüber läuft und die einsetzt. Also das ist, ja, das muss auf den Rechnern laufen, aber man kann es einmal wo einrichten und dann, wenn man in ein Projekt shared, muss das dann auf jeden Rechner, der mit Textures zu tun hat. Wenn ich diese Szene jetzt natürlich an dich weitergebe und du hast das Color Management nicht enabled, dann wird es aber trotzdem das Holz dann, genau. Ja, ja, das Recording? Ja, ich glaube, das ist schon wieder. Okay, dann mache ich da kurz über eine Pause. Ich hätte die Idee gehabt, dass ich jetzt hier